Eine der wichtigsten Sachen am neuen Jurassic Park Survival Trailer haben wir alle mitbekommen, aber es wird irgendwie nicht wirklich drüber gesprochen. Deswegen reden wir jetzt mal darüber, dass der Velociraptor, der in Jurassic Park 1 im Cold Room, also im Kühlraum eingesperrt wurde, hier scheinbar nun wieder freigekommen ist. Was wohl passiert sein könnte, dass das Tier wirklich wieder freikommt und was das wirklich für den Jurassic Park Kanon bedeutet. Fangen wir an, viel Spaß mit dem Video. Ich wurde von euch wirklich schon sehr oft gefragt, ob ich mal ein Video dazu machen kann, was denn jetzt wirklich mit dem Velociraptor aus dem Gefrierraum passiert ist. Und ich habe mir öfter mal gedacht, komm, du kannst dir mal Gedanken darüber machen, was möglicherweise passiert ist. Und ich wollte dann schon eine Theorie zusammenspinnen, der ist da irgendwie wieder rausgekommen und dann wurde die DNS von diesem Raptor später für Blue benutzt. Allerdings habe ich mir dann gedacht, ja, warum? Also da habe ich dann keinen wirklichen Bezug dann mit dazu bekommen. Gott sei Dank ist das Video niemals veröffentlicht worden, denn jetzt haben wir die Bestätigung, der Velociraptor ist definitiv noch am Leben. Das haben wir im Trailer oder im Teaser zu Jurassic Park Survival gesehen, denn da sehen wir ja die offene Tür des Kühlraums, wo der Velociraptor eben drin eingeschlossen gewesen ist. Und die Kamera fokussiert diesen Raum, ich meine ganze zweimal, und das schon eben sehr auffällig. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass Jurassic Park Survival unfassbar wichtig für den Kanon werden wird. Das heißt, wir haben jetzt ja ein Spiel wie Jurassic World Aftermath, das habe ich auch mit euch zusammen schon öfter mal durchgezockt. Ich habe euch die Playlist mal da oben verlinkt, die kannst du gerne mal angucken. Das ist Kanon, das Spiel, offiziell. Allerdings schadet es nicht, wenn du dieses Spiel nicht gezockt hast. Also du erfährst eine in sich geschlossene Geschichte, die sich im Kanon abspielt, aber die nicht wirklich Einfluss auf das nimmt, was später noch passiert. Das soll mit Jurassic Park Survival anders werden. Ich gehe stark davon aus, dass du das Spiel nicht gespielt haben musst, um die Jurassic-Reihe zu verstehen. Da sind die auch schlau genug bei Universal selber, dass das eben nicht der Fall sein wird. Also du wirst dazu nicht gezwungen werden. Allerdings könnten trotz allem sehr wichtige Informationen über die gesamte Nummer in dem Spiel auftauchen. Unter anderem, eine Kleinigkeit einfach nur. Wir haben uns doch alle so ein bisschen gewundert, warum die Spraydose von Dennis Nedry, die Rasierschaumdose, in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 an einem ganz anderen Ort war, als eigentlich im ersten Jurassic Park Film. Und dazu war die Antwort immer gewesen, ja gut, es sind halt auch ein paar Jahre vergangen und irgendwie könnte die ja auch weggetragen worden sein von einem Dino. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich dachte mir, nee, das ist so eine ganz schwammige Antwort. Das ist so eine Antwort, die könnte man auch einfach kurz erklären. Ich meine, Louis Dodge nimmt die Dose ja auch hier kurz in die Hand. Warum aber an diesem Ort, wie in der Serie? Warum nicht irgendwo anders? So Sachen könnte jetzt zum Beispiel das Spiel erklären. Möglicherweise hat Maya diese Dose ja gefunden und hat sie an dem Zeitpunkt, wo Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 spielt, wo Louis Dodge die Dose aufhebt, da hat sie das Ganze möglicherweise wieder verloren. So könnte das im Spiel ablaufen, dass wir eben, naja, kanonische Sachen mit eingebaut bekommen, die du nicht zwingend wissen musst. Aber die Sinn machen zu wissen, wenn du halt Hintergrundinformationen über bestimmte Dinge brauchst. Unter anderem gab es auch mal eine sehr interessante Theorie und diese Theorie wurde sogar durch die ein oder andere Aussage von Colin Trevorrow natürlich unterstützt. Da ging es darum, inwiefern denn das Riesenbiest mit Blue verwandt sein könnte. Da hatte ich auch mal ein Theorievideo drüber gemacht. Es wurde nicht wirklich was gesagt, aber Colin Trevorrow hat das diesmal nicht offiziell bestätigt, was er ganz gerne ja mal macht. Er hat einfach nur gelächelt und gesagt, interessante Theorie. Möglicherweise könnte man auf diese Theorie jetzt hier weiter eingehen. Es gibt einen Grund, warum dieser Velociraptor hier wieder aus dem Kühlraum rauskommt. Einen spielerischen Grund, definitiv. Ich gehe davon aus, dass der Velociraptor, den wir jetzt eben hier aus der Kühlkammer rauskommen sehen, dass der so eine Art Stalker-Funktion im Spiel einnehmen wird. Was ist eine Stalker-Funktion? Das sehen wir nahezu jedem Resident Evil-Spiel inzwischen. Eine Sache, die mich total nervt. Ein Gegner, der dich quasi im gesamten Spiel überall verfolgt und durch einen sogenannten Randomizer überall auftauchen kann. Das gab es mit Mr. X in Resident Evil 2. Das gab es mit Mr. Baker in Resident Evil 7 und das haben ein paar Spiele eben noch drin. Alien Isolation ist auch so ein Beispiel dafür. Das sind eben diese Stalker-Figuren. Das könnte hier der Fall sein, da wir anscheinend nur einen einzigen Raptoren haben. Ich schätze mal, dass man hier den Kanon aber immer noch weiter beeinflussen könnte, beziehungsweise auch wird,
um die Geschichte möglicherweise oder um das Spiel möglicherweise interessanter zu gestalten. Man könnte hier einfach die Story erzählen, wie es auch in Jurassic Park The Game gewesen ist, ein Spiel, das nicht im Kanon verankert ist, das aber eben einfach noch mehr Velociraptoren als eben nur das Rudel, das wir in Jurassic Park 3 gesehen haben, auf der Insel gewesen ist. Das wäre eine Option. Die andere Option wäre eben einfach, dass wir wirklich nur einen einzigen Velociraptor auf der Insel haben, der uns in einer Stalker-Variante verfolgt. Kommen wir zurück zu der Blue-Theorie. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so eintreffen wird. Das wäre dann wieder zu viel in den Kanon mit reingesponnen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dieses Game tatsächlich kleine Informationen für die uns bekannten Filme droppen könnte. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es einen Grund gibt, warum man gesagt hat, okay, wir holen genau diesen Velociraptor zurück. Ich meine, klar, der war eben auch nur eingesperrt. Er konnte die Türen öffnen, darauf gehen wir jetzt auch nochmal ein. Wie ist das Tier aus der Kühlkammer rausgekommen? Sollte der Velociraptor wirklich die Türen geöffnet haben, müssen wir uns auf eine Aussage von Steven Spielberg beziehen. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht gehabt, wo es eben darum ging, wer jetzt wirklich von diesen Raptoren das Riesenbiest ist. Und Spielberg hatte mal gesagt, das ist der Saurier oder der Raptor, der die Türen öffnen konnte. Das heißt, nur das Riesenbiest konnte laut Steven Spielbergs Aussage die Türen öffnen. Allerdings stammt diese Aussage aus den 90ern, genau genommen aus dem Jahr 1993. Inzwischen wurde der Jurassic-Kanon schon immer mal wieder verändert. Ein paar von euch haben mir auch geschrieben, naja Tobi, das Riesenbiest kann aber nicht in der Kühlkammer drin sein, da ja auch mal gesagt wurde, dass die Kratzer auf dem Rücken vom T-Rex vom Riesenbiest stammen. Das wurde gesagt, das ist richtig, das wurde glaube ich von Colin Trevorrow mal wieder dazu gedichtet. Allerdings, diesen Kanon, diesen Fakt, könnte man ganz einfach noch verändern, denn er wird später in den Filmen nie wieder aufgegriffen, ist auch in den Büchern von Jurassic Park Compendium oder auch von Jurassic World Compendium, ist dieser Fakt nirgendwo mit aufgelistet, der Fakt, den Colin Trevorrow eben einfach mal in die Kamera posaunt hat. Das bedeutet, wir könnten hier tatsächlich den Weg gehen und eben sagen, das ist wirklich das Riesenbiest, das ist der Alpha dieses gesamten Rudels, das eben noch am Leben ist. Das würde Sinn ergeben. Ich glaube tatsächlich, so ähnlich wird das auch werden. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir in Jurassic Park Survival das Riesenbiest als den Stalker-Gegner bekommen werden. Ich würde das ziemlich cool finden. Mich würde das wirklich sehr freuen, wenn man dann vielleicht auch noch später so Aufnahmen finden würde von Robert Muldoon, wo er eben genau auf dieses Tier eingeht, um dann eben nach und nach diese Verhaltensmuster, die wir quasi dann da erfahren, auch wirklich auf das Tier umgesetzt werden. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, das hier ist wirklich das Riesenbiest? Meinst du, dieser Velociraptor wird nochmal wichtig werden und wird den Kanon in irgendeiner Art und Weise verändern? Wenn ja, sag mir bitte in welcher. Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.